du Scheiße! Ach du Scheiße, der fährt mit dem Motorrad die Treppen hoch. Mensch, Siglinde, hast du das gesehen? Oh, sorry, ich wusste nicht, dass hier kein Motorradweg ist. Tut mir sehr leid. Moin, 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 ihr Lieben, herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs 2. Auch da geht es jetzt weiter, nachdem gestern ein Tag... Oh, der schwarze Bus sieht geil aus. Ja, sonst immer diese Nudelbusse gefahren, aber der Bus sieht auch geil. Ihr wisst, ich liebe Busse. Und ich selber sitze auch in einem Bus, in einem VW-Büsschen. So ein kleiner Bogen-Bus heißt der hier im Spiel. Auch bei Watch Dogs 2 kam gestern kein Part, bei Prey auch nicht. Ich habe eben schon Prey aufgenommen für heute, also für morgen, für heute. Und jetzt mache ich noch Watch Dogs, da soll es ja auch weitergehen. Pass auf, wir schauen mal nicht in die DedSec-App, wir gucken mal auf die Nudel-Maps-Karte und gucken einfach, was in der Nähe ist. Wie wäre es denn damit? Kann man irgendwo einen Filter, warte mal, Filter öffnen? So, online kann ich zum Beispiel komplett deaktivieren, das ist doch schon mal gut. Zum Beispiel hier, Nebenoperation Rodentia Academy. Wir haben gehört, dass sich beim Museum of Modern Art seltsame Typen in Rattenmasken herumtreiben. Ja, das ist ganz in der Nähe. Dann schauen wir doch mal, was die seltsamen Typen in Rattenmasken denn zu sagen haben. Warum sie seltsame Typen in Rattenmasken sind. Schön, wenn so ein VW-Bus Nitro-Boost hat, ne? Da kommt doch ordentlich Dreck hin aus dem Schornstein, wollte ich schon sagen. Schönen guten Tag, dankeschön. Guck mal, was da für ein schwarzer Qualm hier. Das ist ja ekelhaft, das ist ja lebensbedrohlich hier. Meine Güte. Ist ja ein bisschen schade, dass die Tachos nicht wenigstens ein bisschen nach oben gehen. Dass die Cockpits von den Autos nicht so richtig ausgearbeitet sind, daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Aber wenn wenigstens die Tachonadel ein bisschen nach oben gehen würde. So, warte mal. Ah, ist immer schwierig mit dem Anvisieren. Dankeschön. Ach, guck mal direkt. Ach, guck mal hier. Überall ploppen blaue Sachen auf. So, den noch. Und direkt um die Ecke ist noch jemand. Es fängt schon wieder sehr gut an hier, meine... Oh Gott, jetzt ist aber... Hier ist aber eine Kreuzung. Meine Güte, meine Güte. Letztes Mal hat schon jemand geschrieben, ich wäre fleißig gewesen. Ich habe so und so viele Leute gehackt, so und so viele Tausend eingesammelt. Dankeschön nochmal dafür, dass das jemand sich die Mühe macht, da das zusammenzurechnen. Aber das war ja jetzt schon wieder eine Ecke da. Meine Güte. So, wir treffen uns mit einem DedSec-Mitglied. Hallöchen. Was hast du für mich? Hä? Außer deiner Handynummer. Du brauchst einen Kammerjäger? Yep, ganz richtig. Zuerst dachte ich, die Typen machen irgendwie so schräge Kunst, aber die führen da definitiv was im Schilde. Scheint so. Sind die Kerle noch da draußen? Vor ein paar Minuten waren sie es noch. Schwer zu übersehen. Achte auf die Ohren. Danke für den Tipp. Hey, ich gehöre jetzt zu euch. Kriege ich dafür jetzt auch was? Hast du einen Spitznamen? Snickerdoodle. Echt jetzt? Nein, sondern Facefuck. Okay, Moment. Echt jetzt? Nein, Snickerdoodle war schon richtig. Aber nenn mich Snick. Lange Geschichte. Frag nicht. Snickerdoodle, echt jetzt? Nein, Facefuck. Alter, dieses Spiel macht mich manchmal fertig, ey. Ich kann auch mit ihr reden. Hallo. Sorry, aber ich muss es wissen. Warum Snickerdoodle? Weißt du was? Besuch mich an Weihnachten. Bring eine Flasche Whisky, eine Tüte Gras und 2 Teelöffel Zimtpulver mit. Dann zeige ich dir, was Sache ist. Gut, abgemacht. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. So, direkt den nächsten noch mitnehmen. Ich steige zurück in meinen Hippie-Bus. Wir suchen die Leute mit Rattenmasken. Pff, Snickerdoodle. Echt jetzt? Nein. Facefuck. Ich mag das Spiel. Auch wenn es manchmal ein bisschen vulgär ist, ne? Mit den Worten und Ausdrücken, mit dem Fisting und all so Sachen. Aber es ist auch cool, wenn Spiele nicht immer so auf Political Correctness achten, mein Gott. Es gibt nun mal Leute, die in echt so reden. Ich mach's vielleicht im Alltag nicht, aber es wirkt alles ein bisschen echter und nicht so... Nicht so Stock im Po, weißt du? Ein bisschen lockerer. So. Da ist einer von den Rattenmenschen. CTOS Reboot-Anfrage. Fancy Red. Ich habe das Feuer gelegt. Kaputter Proxy. Einkommenfehler. Lasst eure Zielpersonen das Formular vollständig ausfüllen, bevor ihr sie zum Silo-Gebäude zurückbringt. Sie sind die ersten Beispiele. Die ersten, die vollständig veröffentlicht werden. Sorgt dafür, dass sie gut sind. Werde ich jetzt noch nicht klug draus, aber war auf jeden Fall schon wichtig. Trägt noch den nächsten. Wie viel haben wir? Wir haben jetzt schon 6 Leute oder so gehackt innerhalb von 3 Minuten oder wie lange geht der Part? Ich weiß es nicht. So, da ist noch so ein Rattenmensch. Moment. Ich muss sagen, das Outfit, was wir jetzt momentan haben, gefällt mir ganz gut. Haben wir jetzt auch schon wieder eine Weile. Kann ich auch gerne demnächst nochmal ändern, aber gefällt mir eigentlich ganz gut. So, deine Mama vögeln will. Ja, das ist schön. Pech für dich. Bevor ihr nach persönlichen Daten fragt, gebt ihnen die Maske. Die meisten Leute werden sie erkennen. Sagt ihnen, sie kriegen alle eine für die Teilnahme. Sie müssen sich wie ein Teil einer Community fühlen, bevor wir sie weiterdrängen. Gruppengefühl ist ein mächtiges Hilfsmittel. Das stimmt. Leider. Es gibt auch so soziale Experimente, wo du so Gruppen kreierst und alle bis auf das Testobjekt sozusagen sind eingeweiht und dann benehmen die sich komisch oder sowas oder sehen plötzlich Dinge und dann
sieht der Einzelne, der nicht eingeweiht ist, sieht dann plötzlich auch Dinge oder macht Sachen mit, die komplett krass sind oder so. Einfach weil Gruppenzwang so ein starkes Ding ist tatsächlich. Auf die menschliche Psyche wirkt sich das extrem stark aus. Könnt ihr sicherlich in der Schule auch mitkriegen, wie krass Gruppenzwang ist, wenn es darum geht, irgendwas zu machen, was man eigentlich gar nicht machen will oder Klamotten zu tragen, die man vielleicht gar nicht cool findet und all solche Sachen. Gruppenzwang, wie gesagt. So, ich wollte jetzt ganz kurz da... Dankeschön. Trägt noch den Nächsten. Nee, nicht das Moped. Genau. Da, ja, war ein bisschen glitchy, aber das war richtig. Guck mal, wir haben sogar ein Surfbrett oben drauf. Das ist ja, da können wir ja richtig locker, lässig noch ans Meer fahren, nachdem wir hier fertig sind und ein bisschen surfen gehen. Ach so, das ist Sperrgebiet. Da haben wir natürlich ein Problem. Haben wir ein Problem oder haben wir kein Problem, Kollege? Haben wir ein Problem? Nee, ne? Kein Problem, oder? No? Bitte achten Sie darauf, dass sich in Ihrer Nähe ein oder mehrere mögliche Ziele befinden. Ey. Moment. Noch ein Problem. Geh weiter. Wow. Uiuiui, sogar so ein dicker Kollege ist hier am Start. Ich glaube, das ist da, wo wir uns reingeregt hatten für Provi Blues. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich mich jetzt mit denen anlege hier, obwohl ich es gar nicht muss eigentlich. Das hätte ich eigentlich einfach umgehen können. Na gut, egal. So, eigentlich wollte ich da oben jemanden hacken. Warum ist da überhaupt jemand? Ach, der sitzt da. Ah, was macht der denn da? Cuttlefish, CTOS-Scanfehler. Wo ist meine Scheißhose? Rülps. Wo rekrutierst du gerade? MoMA, hol mir die Künstlertypen. Du? Arbeite an der Basis. Hab einen nördlich der Brücke gekriegt. 3 beim Stadion. Cool. Gut. Haben wir soweit gehackt? Hier sind übrigens auch noch Kerndaten. Ich meine, hoch, ein Auto. Wahrscheinlich sind da sogar die Kerndaten drin, ne? Einmal ausparken, bitte. Sieh mal einer an. Kerndaten, SF MoMA. Deswegen war hier Sperrgebiet. Dann ist ja gut, dass wir das noch eben mitgenommen haben, wenn wir schon mal hier sind. Und es ist auch keine Polizei hinter uns her. Auch wenn ich mich da durchgeballert habe und die Alarm geschlagen haben. So, wir hauen ab. Erster Abschnitt dieser Rattenmenschen-Rekrutierungsleute abgeschlossen. Die rekrutieren irgendwie Leute und wollen sie zu irgendwas drängen. Gruppenzwangmäßig, mit Rattenmasken. Mehr wissen wir noch nicht. Ich hab was über die Ordinate Academy. Ray, ich glaub nicht, dass die mit Default in Verbindung stehen. Die borgen sich nur seine Bilder, seit er verschwunden ist. Du weißt doch nicht zufällig was darüber, oder? Oh, absolut nichts. Aha. Sieht aus, als würden die Typen erst eine Runde Follower rekrutieren, dann so viele private Daten wie möglich über sie sammeln und am Ende veröffentlichen sie alles. Als Beispiel für Leute, die frei von Geheimnissen sind. Ja, nur dass dieser Jeder ist ein offenes Buch Scheiß nicht so gut kommt, wenn man nur eine Handvoll Leute bloßstellt. Die sollten lieber Silicon Valley ins Visier nehmen. Ich muss schon sagen, Defaults Maske passt perfekt zu diesen Idioten. Ich muss rausfinden, wo die sich treffen. Angeblich haben die eine Location beim Stadion südlich der Brücke. Eine Art Gebäude mit Silos. Josh? Das fragst du mich? Du hast es schon gefunden, oder? Ja, ich habe einen Treffer. Ich schicke ihn dir zu. Danke. So, ich musste die noch hacken, aber das geht nicht, während die reden. Deswegen musste ich jetzt gerade hier so komisch warten. Untersuche das Hauptquartier der Rodentia Academy. Da drüben ist noch der nächste Blaue. Heute ist wirklich wieder Jackpot-Zahltag, Mann. Irgend so ein Obdachloser unter der Brücke wird natürlich sofort gehackt. Dankeschön für $650. Der arme Kerl muss schon unter der Brücke schlafen und dann klauen wir ihm noch $650. Ich fühle mich fast schlecht. Die benutzen nur Defaults Maske. Default ist da nicht involviert, aber die benutzen seine Maske eben, diese Redentia Academy. Wollen irgendwie zeigen, dass jeder ein offenes Buch ist, also dass man alles über jeden herausfinden kann. Kommt aber bei den Leuten halt nicht so gut an natürlich. Jetzt wollte ich gerade schauen, weil hier noch irgendwo Geld ist da oben. Muss ich natürlich mal schauen, was das damit auf sich hat. Bei Geld sind wir ja grundsätzlich erstmal dabei, ne? Wenn es irgendwo Geld gibt, dann ist Walle erstmal am Start. Wo komme ich zum Geld, Jungs? Könnt ihr mir das sagen? Sorry. Mein Fehler. Ja, und er sagt sein Fehler. Ich schub's ihn übelst weg. Ja, mein Fehler. Sehe ich auch so. Irgendwie ja mit dem Jumper wahrscheinlich. Das ist sogar eine dicke Geldtasche. Die will ich auf jeden Fall haben. Das sind 18.000. Aber wie kommt man da dran? Kann auch sein, dass das wieder so ein Ding ist für Jumper muss hochspringen können. Kann er noch nicht. Das ist auf jeden Fall das Nächste, was ich skillen muss. Aber dafür brauchen wir halt erst die Kerndaten. Ja, guck mal, wir kommen nicht mal hier hoch. Nee, da kommen wir mit dem Jumper auch nicht hin. Na gut, dann eben nicht. Dann müssen wir das dann anders machen. So, was ist der nächste Abschnitt? Untersuche das Hauptquartier der Redentia Academy. Wir haben die Ordinate Academy bis zu ihrer Operationsbasis zurückverfolgt. Ist das alles ein Schwindel? Performancekunst? Eine Sekte? Was auch immer der Fall ist, der Zweck wird die Wahrheit hinter dieser Bewegung aufdecken. Na gut, dann fahren wir mal hin. Thank you.
Das ist ja Gott sei Dank mit unserem Moped hier schnell erledigt. So, da ist noch Geld. Das ist Geld, da sollten wir sogar drankommen, denke ich mal. Das ist halt hier auf Gang-Territorium. Lohnt sich das, ist die Frage. Ah, große Tasche im Gebäude. Da müssen wir auf jeden Fall mal ganz kurz Geld abheben. Wenn ich schon den anderen nicht bekommen habe, werden wir uns auf jeden Fall den zumindest holen. Ist auch zwar stark bewacht, aber wir können halt einfach reinfahren und uns das Geld mitnehmen. 18.000 und 580s Ausrüstung Treter. Und da sind wir auch schon fast wieder richtig hier. Hier müssen wir auf jeden Fall lang. So, da kommen wir zum Beispiel mit dem Jumper rein, wenn wir wollen. Dankeschön. So, aber ich sehe schon, da müssen wir dann leitermäßig weiter. Geht denn heute alles den Bach runter? Ich wäre jetzt nicht gern einer von den 580s. Nein, wirklich nicht. Gefangen zwischen den Taskers und den Sons of Ragnarok. Ja, die armen Taskers, die können mir richtig leid tun. Nicht! Tut mir kein bisschen leid. So, hier dürfen wir einfach aufs Gelände drauf. Na, dann ist das ja gar kein Thema. Ah, ich sehe schon, wir müssen da von der anderen Seite ran. Das heißt, ich bin genau auf die falsche Seite gegangen. Toll! Super gemacht, Walle. So, dann müssen wir hier rein stattdessen. Auch hier ist kein Sperrgebiet. Wir dürfen hier hin. Also ich meine, ja, wenn sich keiner beschwert, dann machen wir das erstmal ganz in Ruhe. Aber das ist ja auch hier, starten wir ja nur die Mission. Rattenfalle. So, mal sehen. So. Ich schaue mir jetzt die Ordinate Academy an. Ist kleiner, als ich gedacht habe. Mal sehen, ob ich einen Weg finde, sie auszuschalten. Das hört man doch gerne. Ein paar PCs. Server. Ordinate Academy. Hackbares Objekt. Daten herunterladen. Ja, schön. Das ist die Maske von Default, ne? Diese Mäusemaske. Deswegen. Oder Rattenmaske. Deswegen wahrscheinlich haben wir gedacht, dass das Default ist, oder? Die nutzen das halt, das Symbol. Ja, DedSec hat hier die Ordinate Academy gehackt. Und mehr ist das wahrscheinlich auch gar nicht. Ich glaube, das war es dann wahrscheinlich schon mit der Mission, oder? Ja, Mission abgeschlossen. Ich denke, das war's schon. Ist ja auch nur eine Nebenoperation, ne? Ah, ne, es geht noch weiter. Zerstöre die Ausrüstung der Ordinate Academy. Der Rodentia Academy. Okay, ich habe bei den Ratten einen Haufen Dreck über die neuen Rekruten gefunden. Ich habe alles gelöscht und noch besser. Ich weiß jetzt, wo ihr Krempel ist. Wäre doch schade, wenn was davon beschädigt würde. Ja, tragisch. Das wäre sehr, sehr schade natürlich für die Ordinate Academy, nicht für uns. Dann fahren wir doch mal dahin, wo die ihren Krempel haben, wüten ein bisschen. Das haben die doch bestimmt gerne. So, weiße Lieferwagen sind gefährlich, das weiß jeder. Ich bin beim Lager der Ordinate Academy. Machen wir mal was kaputt. Wäre cool, wenn man diese verdammten Masken nicht wiedersehen müsste. Ich tue, was ich kann. Jo, wir machen was kaputt, würde ich auch sagen. Der Dicky da, der wird schon mal ausgeschaltet. Beziehungsweise die beiden da. Ah, die sind beide zu dick. Die sind beide zu dick, um davon ausgeschaltet zu werden. Aber mit einer weiteren Bombe geht es dann. Und dann haben wir beide. So, die beiden schlafen. Da ist allerdings auch noch ein Köter. Nein! Nein! Es gibt Bericht über ein zuvor identifiziertes Ziel in ihrer Nähe. Natürlich baller ich komplett daneben, ich Idiot. So, hier ist noch was zum Einsammeln. Quadrocopter-Lackierung. Ja, sehr schön. Nein, 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 Kollege. Nicht mit mir. Oh, sorry. Fraktion hat dich in einen Kampf verwickelt. Um ihn die Sicherheitskorps. Ja, ist schön. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal hier die beseitigt. So. Jetzt darf ich auch hier rein und dann machen wir hier ein bisschen was kaputt. Ich vermute mal, der Plan ist ganz einfach mit dem Gabelstapler hier diese, oder? Die Fässer da reinzufahren. Dachte ich jetzt. So ein Quatsch. Was denke ich denn? Einfach hier drauf schießen mit unserer Barrette, oder? Sag ich doch. Die macht doch genug Schaden. So. Seht ihr, man muss gar nicht so kompliziert manchmal einfach das panzerschlagende Gewehr rausnehmen und dann ist hier Ruhe im Gelände. Ende und Ruhe im Gelände. Problem gelöst. Ray, die Ratten sind ausgerottet. Tja. Ihre Ausrüstung jedenfalls. Du hast die Schwänze gekappt, aber diese Volltransparenz-Fanatiker werden immer mehr. Die suchen schon bald nach neuen Opfern. Der Zweck wird bereit für sie sein. So, da gibt's 9000 Follower für. Ist halt nicht mehr so viel, angesichts der Tatsache, dass wir schon bei 2,5 Millionen oder so sind. Ich denke, damit ist die Mission fertig, ne? Das war ja eine kleine Navy-Mission hier.
Wir haben auch, guck mal hier, wie viele Missionen wir schon abgeschlossen haben. Mein Gott. Wirklich viele inzwischen. So, Redemption Academy ist auch fertig. Gut. Dann schauen wir wieder auf die Karte. Wir haben bestimmt noch Zeit für ein bisschen was mehr. Ganz viele Missionen hier oben. Schwarze Schafe, hacke den Farmingtons Computer. Sieht so aus, als hätte Farmingtons Angestellte aufgrund von Verbindungen zu DedSec gefeuert. Wir schützen unsere Leute. Wir werden uns in eines ihrer Systeme hacken und herausfinden, was der Grund für diese Aktion war. Machen wir. Haben wir schon mitbekommen, dass die da irgendwie gefeuert haben, obwohl wir noch gar nichts mit Farmingtons zu tun hatten. Wir haben die noch nicht gehackt oder sowas und trotzdem haben die Mitarbeiter gefeuert, nur weil sie DedSec gegoogelt haben oder solche Sachen. Und das kann ja auch nicht sein, deswegen, wir greifen ein. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders, dass Fans von uns, nur weil sie sich für DedSec interessieren, ihren Job verlieren. Ah, wo sind wir denn hier? Was soll das denn? DedSec ist halt ein bekanntes Phänomen, jeder spricht darüber, wir haben über 2 Millionen Follower, jeder lädt die App runter und so, jeder spricht über unsere coolen Aktionen und so. Und dann kannst du ja nicht deswegen jemanden feuern, nur weil er darüber redet oder sich darüber informiert. So, ich schaue halt immer unterwegs, ob ich das Geld mitnehmen kann, aber wenn das dann nicht offensichtlich ist, wie es zu holen ist, und das war jetzt auch nur ein kleines Paket zum Beispiel, dann lasse ich es jetzt halt auch liegen, mein Gott, dann fahre ich halt jetzt weiter. Ich wollte mal kurz schauen, aber das Geldbündel da drin war auch eher auf den ersten Blick nicht erkennbar, wie man das kriegen soll, deswegen später vielleicht. So, hier wollen wir hin. Auch hier ist noch Geld, also es gibt in dieser Stadt sehr viel Geld an sehr vielen Orten. Es ist nur nicht immer so leicht zu finden. Man muss meistens nur den Startpunkt finden. Zum Beispiel hier auf das Dach kommen wir ja drauf. Aber von hier aus geht's noch nicht weiter. Hier ist auf jeden Fall ein schöner kleiner Jacuzzi. Nee, schöner kleiner Whirlpool. Da kann man erstmal sich bequem ein bisschen drin baden gehen, wenn man das möchte. Da ist auch die Mission zum Starten. Ah, sieh mal einer an. Ach so, das müssen wir sowieso erst hacken, wenn wir da weitermachen wollen. Aber ich wollte erst die Kohle noch mitnehmen. Nee, wir sind vor allem hier für die Kohle. Primär, meistens. Scheiß auf die Mission, ja, erstmal ein bisschen Cash ranholen, das ist für uns immer ein bisschen wichtiger noch. So, hier ist nämlich eine schöne kleine Geldtasche mit $18.996. Also auf diesen Part wieder gut Kohle rangeholt, 192.000 haben wir schon. Und demnächst wird richtig dick geshoppt. Kommen wir diesen Part wahrscheinlich nicht zu, aber demnächst. So, wahrscheinlich genau, müssen wir wieder solche Dinger machen. So, unten an der Straße geht's weiter. Ich mag die ja wirklich gerne, muss ich sagen. Ich mag die gerne. So, darum... Der ist offen. Die sind auch mal... Guck mal, der ist jetzt auch wieder nur klein. Ja, ist schnell erledigt, aber die machen irgendwie Spaß. Okay, ich bin im Farmington's Überwachungssystem. Ich brauche nur einen Zugangspunkt in ihr Netzwerk. Nice. Nice, sagt sie. Eine Erinnerung an einen Manager, die das CTOS-Analytics-System testen. Persönliche Ansichten sollten in den Beschäftigungspraktiken keine Rolle spielen. Zum Beispiel wurde DedSec als Warnsignal markiert. Erwarten sie Ende der Woche eine rechtliche Einführung. Ah, okay, die wollten das gar nicht. Das ist aber ja dann ganz gut, dann sind sie doch gar nicht so böse, wie wir dachten, oder? Hacke den Farmingtons Finanzcomputer. Also ich würde da jetzt nicht weitere Schritte ergreifen, weil das klang ja so als, ja, gut. Offenbar testet Farmingtons jetzt auch Blooms Produkt. Erzähl. Die scannen mit Bloom-Algorithmen Daten und markieren Risikomitarbeiter. Und wer steht auf Platz 1 der Suchwortliste? Oh, das ist so süß. Gute Arbeit, Jungs. Die feuern also Leute, die uns unterstützen? Wir sollten sie verteidigen. Nicht nur unsere Supporter. Jeden, der nur das geringste Interesse zeigt. Ich schau mal in ihr Hauptbüro. Mal sehen, ob ich den Gefeuerten eine Abfindung organisieren kann. Ja, aber das klang doch jetzt gerade in der E-Mail da, die wir gehackt haben, so, als wäre das noch, als wären das ungeschulte Mitarbeiter, die es halt noch nicht besser wussten. Und die kriegen dann noch eine Einweisung, wie sie es richtig machen. So klang das jetzt für mich. Da würde ich jetzt gar nicht unbedingt Farmingtons da hacken, aber na gut. Machen wir halt, ja. Machen wir die Leute, die da gefeuert wurden, halt glücklich. Ist ja nicht schlimm. Ich meine, so ein Pharma-Ding, die haben wahrscheinlich eh mehr als genug Kohle und die Mitarbeiter werden sich freuen, also. Wird schon richtig sein. Schönen guten Tag. Wir werden mal eben hier ein, zwei Mitarbeiter los. Ah, ich sehe schon. So einfach kommen wir da nicht rein. Wir müssen uns erst irgendwie hier Zugang verschaffen. Ah, seht ihr? Machen wir. Mit dem Jumper. So, der geht jetzt zwar nachgucken, aber da ist es schon zu spät. Der Zugang ist schon gehackt, mein Lieber. Der Jumper ist jetzt noch stärker als vorher, weil wir jetzt auch noch Leute ablenken können ohne Probleme und so und Sachen und solche Sachen. Ich wollte eigentlich das Tor wieder zumachen, damit wir hier... Ach, mach davon alleine. Damit wir hier in Ruhe hacken können. So, wir sind drin.
Ich habe jetzt einen Einblick in Farmingtons Hauptbüro. Ich hacke mich in ihr System und bringe mal Geld unter die Leute. Sowas hört man doch gerne. Smart Tablet für Zugriff hacken. Angefügt sind die gewünschten Suchergebnisse unter den Angestellten mit den spezifischen Schlüsselwörtern DeadSec Prime 8, Hashtag keine Lügen mehr, New Dawn. Bei Fragen bezüglich der Art und Weise der Datenerhebung kontaktieren Sie Ihren Bloom-Ansprechpartner. Na gut, dann ist vielleicht doch ganz gut, dass wir das hacken hier. Mission abgeschlossen. Das wird ein tolles Wochenende für Ex-Farmingtons Angestellte. Ich habe jedem 10 Riesen geschickt. Finden die Buchhalter den Fehler nicht? Doch, bestimmt. Aber ich hab's von einem illegalen Konto gebucht, also werden sie es nicht an die große Glocke hängen. Wahrscheinlich so nicht. So macht man das, Leute. Shit, Markus. Häng die Latte für uns andere nicht so hoch. Von dem illegalen Konto der Firma, dann wird sich auch... Och, guck mal, der arme alte Mann. Fühl mich ja fast schlecht, bei dem Geld abzuheben, muss ich sagen. Tai-Chi-Lehrer! Schreiner, 190... Ja, her mit der Kohle, Alter. Was ist denn das hier? 130.000, ey. Mitleid ist hier nicht. Wer so viel Geld hat. Alter Mann, hin oder her. Haben wir aber schon jetzt 2 Nebenmissionen komplett durchgeballert hier. Das ist Hauptoperation. Wir können auch beim nächsten Mal wieder ein bisschen Hauptoperation machen. Aber vielleicht haben wir ja noch irgendwas Kleines in der Nähe. Hier, Nebenoperation. Tratschtanten, gestohlene Signale. Hacker Stingrays beim COD Tower, 0 von 2. Jemand hat eine ausgeklügelte Stingray-Operation aufgebaut, um Telefondaten von der Straße aus anzuzapfen. Jetzt sehe ich hier schon wieder Geld. Es ist schrecklich, diese Geldbündel, die einen ständig ablenken, ne? Schon wieder so eine große Tasche. Wie kommen wir aufs Dach? Per Treppe. Hier ist auch noch irgendwo eine kleine, sehe ich gerade. Verfahren? Ach, guck mal hier. Siehst du? Erstmal 4.600 hier. Damit sind wir fast bei 200.000. Und dann jetzt gleich kommt noch mehr dazu. Da kann derjenige wieder ordentlich zusammenrechnen. Diesen Part haben wir schon wieder richtig Kohle rangeholt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, der fährt mit dem Motorrad die Treppen hoch. Mensch, Siglinde, hast du das gesehen? Oh, sorry. Ich wusste nicht, dass hier kein Motorradweg ist. Tut mir sehr leid. So, Tag Jungs. Ist das okay? Darf ich hier kurz, ich muss einmal kurz hier alle hacken. Boah, das ist immer so laut, ey. Ja. Problem gelöst. Noch ein Problem. Zieh weiter. So, wir haben ein bisschen Geld hier eingesammelt. Nochmal 18.000. Anti-Show-Outfit, Boys-Mütze. Ja, Mensch, heute läuft bei uns. Der Rubel rollt, sagt man so schön, ne? $217.484. Und... Weil das auch noch nicht reicht, nehmen wir direkt nochmal 496 mehr dazu. Man muss halt das Geld auch nehmen, ne? Das sehen die Raffinierten, die nehmen die Kohle an. Ich nehme die Kohle auch an, ich bin raffiniert. Grundsätzlich ist aber dieser Massenkommunikationshack sehr hilfreich. Immer wenn die Verstärkung rufen, einfach mal alle lahmlegen. Wir heizen also hier durch die wunderschönen Straßen und irgendwo hier in diesem Viertel. Sollte das sein, was wir suchen. Gestohlene Signal. Das Stingray ist, glaube ich, sogar auch ein echtes Ding. Das war, glaube ich, ist das NSA-related oder so? Stingray hat irgendwie, glaube ich, mit dem NSA oder so zu tun. Das ist auf jeden Fall so ein Abhörding. Vielleicht kriegen wir ja mehr Infos. Ach, ein Pool, schon wieder. Boah, die haben aber auch alle Geld hier in der Stadt. Private Pools und Gärten auf dem Dach. Ist schon ziemlich geil alles. Die gesammelten Daten müssen bereinigt und gepackt werden, damit wir zur nächsten Phase übergehen können. Sie haben eine Woche gesagt. Es waren jetzt 2. Verdammt, Beeilung. Okay, 1 von 2. Ich habe das 2. Stingray-Gerät. Könnt ihr die Richtung prüfen, in die sie zeigen, Leute? Ja und nein. Der Suchbereich ist ziemlich groß. Wenn du nicht den ganzen Tag klettern willst, solltest du noch eins suchen. Okay, diese Stingray-Geschichte sieht nach Graystrom aus. Puh, wie krass. Ein Rüstungsunternehmen bespitzelt US-Bürger? Danach sieht das aus, ja. Ich will aber mehr darüber wissen. Ich weiß nicht, ob wir denen schon was nachweisen können. Vor allem ein Rüstungsunternehmen, was haben die davon, die Leute auszuspionieren? Die wollen vor allem Waffen verkaufen, aber überwiegend natürlich an Staaten und nicht an Privatleute. Also warum spioniert ein Rüstungsunternehmen Privatleute aus? Den Führerschein im Lotto rücken! Den Führerschein im Lotto? Ja, das stimmt allerdings. Den habe ich echt im Lotto gewonnen, sieht man doch, oder? Solange ich meine Kohle kriege, ist alles in Ordnung. Ach, darf ich gar nicht. Warum nicht? Ich weiß nicht, warum. Wir haben auch genug Botnet-Ressourcen, aber darf ich nicht. Na gut, wir hacken hier oben. So, ein Chat. Es hieß, Messgeräte werden geprüft. Warum ist Graystorm-Hardware auf meinem Dach? Das sind die neuen Messgeräte. Was messen die? Metriken. Da ist doch irgendwas faul. Wir haben alle eine Erlaubnis für alles, was wir tun. Okay, also dieses Rüstungsunternehmen
hat da... Nee, das ist... Da ist irgendwas faul. Und das ist der dritte Stingray. Sehen wir jetzt, wohin die Daten gehen? Einen Moment. Und... Sie gehen zum Koi Tower. Echt? Hey, schieb's nicht auf den Triangulator. Schieb's auf die Triangulation. Es ist nur so... idyllisch. Tja, San Francisco, mein Freund. Eine Ahnung, was Greystorm vorhat? Massendatendiebstahl. Die Sache ist, das ist ihr Testlauf. Wie tragisch. Ja, okay, die testen also erstmal hier und danach wollen sie es irgendwo anders einsetzen. So, das machen wir jetzt noch und dann mache ich auch schon Schluss hier. Annika kommt gleich nach Hause und dann wollen wir erstmal essen. Ich habe Hunger wie ein Bär. Wie ein Bär nach dem Winterschlaf. Nicht vor dem Winterschlaf, sondern nach dem Winterschlaf. Heute echt nicht viel gegessen und ja, jetzt habe ich Prey und Watch Dogs gemacht, dann werden wir gleich erstmal schön essen. Aber ja, das will ich jetzt noch eben erledigen. Will ja wissen, was hier abgeht. So, hier sind wir richtig. Ah, da oben, ich sehe schon. Vielleicht können wir jetzt mit dem Quadrocopter mal ein bisschen genauer hingucken. Ich bin beim Koi Tower. Ich sehe da Greystorms Hardware an der Spitze. Warum ziehen die das beim Koi Tower ab? Scheint mir ziemlich riskant bei all den gaffenden Touristenmassen. Greystorm stiehlt Daten von den Touristen und bietet ihnen zur Ablenkung eine der schönsten Aussichten der Stadt. Ah, jede Menge Betrieb. Jeder hat sein Handy in der Hand. Du hast recht. Weiß nicht, ob die Drohne die Reichweite hat. Ich muss versuchen, auf Höhe zu kommen. Weißt du schon, wer und warum? Greystorm versucht offenbar im großen Stil Daten zu klauen, aber das ist erst der Testlauf. Die haben vor, das groß aufzuziehen, wenn hier alles gut läuft. Zu dumm, dass es nicht gut laufen wird. Wie willst du sie aufspüren? Wir müssen erst ein bisschen höher. Sonst können wir mit dem Quadrocopter nicht so hoch. Vorne die Tür war gesperrt. Also es ist so ein Touri-Turm, da hat man wahrscheinlich eine... Ja, seht ihr doch hier. Gibt's wahrscheinlich auch in echt diesen Turm. Hast du super geile Aussicht aufs Bay Area und auf die Golden Gate Bridge und so. Das ist schon wahrscheinlich sehr beliebt bei den Touristen. Alle kommen hier vorbei, machen Selfies, haben ihr Handy in der Hand und da werden ordentlich Daten abgezapft. Reicht das jetzt schon? Ja, ne? Ja. Wir wissen, dass wir spät dran sind, aber unsere Stingrays haben mindestens 10-mal so viele Daten gesammelt. Der Techniker bearbeitet die Rohdateien. Sie haben sie bis Ende der Woche. Gut, dann können wir hier schon wieder weg. Na also, hier ist eine Brotkrumenspur, der ich folgen kann. Klasse, wo führt sie hin? Offenbar hat Greystorm ein Lagerhaus bei den Piers. Meinst du, wir finden da drin verdächtigen Scheiß? Definitiv verdächtiger Scheiß. Definitiv verdächtiger Scheiß, würde ich auch sagen. Hacke Greystorms Computer im Lager. So, jetzt wollte ich noch ganz kurz schauen, ob wir hier einen Scout X vielleicht haben. Bestimmt. Digitaler Kaiser ist in der Nähe. Koi Tower ist auch in der Nähe, sag ich doch. Natürlich müssen wir dafür ein Foto machen. Ich hab's mir fast gedacht. So, Sehenswürdigkeiten sind halt meistens... Ups, nicht die Waffe ziehen, bitte. Sehenswürdigkeiten sind meistens ein Scout-X-Punkt. Zack, 8000 Follower. Und dann ist hier noch irgendwie ein digitaler... Oh, schönen guten Tag. Das Auto möchte ich gerne für gleich schon mal... sofort! Dankeschön. Wer ruft hier die Polizei und warum? Nein! 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 Sie haut ab! Sie haut ab und die Polizei ist da und alles geht den Bach runter. Shit! Eigentlich wollte ich hier den digitalen Kaiser noch, na gut, dann machen wir jetzt hier einmal Pause. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Es wird jetzt gerade alles hier ein bisschen stressig. Ich sage danke fürs Zuschauen. Lasst bitte ein Däumchen da für diesen Part. Und morgen geht's spannend weiter mit Greystorm und vielleicht Hauptmission und was nicht alles. Und ich muss jetzt was essen. Ich hab Hunger wie ein Bär. Bis demnächst, euer Walle. Bye, bye.